Und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command American Civil War mit den Nordstaaten. Es ist inzwischen eindeutig vom Verlauf her. Und ja, es geht darum, jetzt noch hier schöne Angriffe hinzulegen, noch ein paar Ziele zu erobern. Und dann sollte die Sache aber auch entschieden sein. Müssen die Petersburger jetzt so ein bisschen verteidigen und sogar noch Verstärkung haben? Okay, 6 zu 1 ist mir jetzt auch ein wenig zu blöd. Ah, endlich mal jemand mit einem vernünftigeren Angriff. So, der sollte geheilt werden. Du gehst mal da rein, dass die hier irgendwie bei einem doppelten Coup versorgt sind. Das wird schon und nehmen wir hier überall das Land mit. Ab und an immer schauen, ob da irgendwo Positionen sind, aber hier zum Glück nicht. Kann ich auch noch mal ein bisschen nach vorne. Du bist noch da, dass, damit du mit dem anderen Doppel-HQ formen kannst. So, ihr könnt wieder raushauen. Schön, dass das geklärt wäre. Du holst noch die Mine. Und hier ist natürlich einer. Das kann man eben da stehen lassen. Dann kannst du hier nämlich schon mal rein. Dann wird da auch eine durchgezogene Eisenbahn. Und ja, lauft ruhig, sonst noch was geht weiter nach vorne. Das gilt auch ein bisschen hier für euch. Die ganzen aus Shenandoah, die jetzt fertig sind. Ein bisschen aufpassen. Da oben der. Warte. Hier gibt's auch. Du musst da bleiben. Die anderen. Bitte alle irgendwie mitkommen. Danke. Und dann mit stumpfer Masse überall die gegnerischen Positionen überrennen. Natürlich einfacher ist, sobald irgendwann das Wetter besser wird, dass es kein Schlamm ist. So, ihr habt das gewonnen. Schon mal darunter und du bist zumindest da und wartest aber auf Verstärkung, bevor es so richtig weitergeht. Das noch auch übernommen ist, dann ist ja quasi. Na ja, gut, hier ist die Grenze. Aber es ist schon fast ganz Virginia gesichert. So, ihr hier drüben. Seht jetzt bitte, wie ihr Knoxville einnehmt. Sehr schön, müssen wir ja keine unnötigen Probleme drum machen. Man kann auch reinlaufen. Okay, hier ist dann aber auch eine Position, aber wir mit theoretischen Einheit, die sich darum kümmern kann. Und ihr nehmt noch den ganzen Kram ein. So, und es macht jetzt nichts, falls ihr hier schon mal möglichst schnell einen Weg findet. Gut, 2, 3, das könnt ihr dann auch im nächsten Zug vorbereitet machen, dann haut ihr den raus. Und dann nähert ihr euch so langsam, bis es da drüben Atlanta an. Dass das ihr hier drüben auch machen könnt. Ich glaube, du kannst noch ein Feld zurück und hast dann über den Hafen eine gute Versorgung. Komm mal deine Truppen ran. Position hier. Hier ist noch einer, natürlich eine bei Franklin, sehe ich gerade. Irgendwer sollte bestimmt mal da aufpassen. Einfach nur, würde jetzt einfach nur noch rumnerven, wenn da was passiert. Nur mal da eben da rein. So, und ihr versucht hier unten euch Montgomery anzunähern. Geh nochmal dahin, dass der Kuh wenigstens ein bisschen abschirmt. Und du bist schon da drin. Das ist doch auch schon mal sehr, sehr schön. Dann haben wir da noch ein feindliches Chor. Aber gar nicht zu sehr sorgen muss.
Für den Anfang können wir das ja schon mal komplett abschneiden. Na, der fehlt natürlich noch sonst wo. Ja, geht hier schon mal alle weiter. Läuft er gut in das Saku rein, das ist aber auch nicht so tragisch. Ihr erreicht bald Wicksburg. Mit Grant als Kommandant, soll ja alles historisch korrekt bleiben. Und nichts passieren, das irgendwie falsch wäre. Macht euch bereit, das Kur auch da zu umstellen und alles. Und ihr hast zu überlegen auf Spaß, das Saku hier offensiv den Ort holen zu lassen. Oh, was da? McLellan hier auch voll mit in der Offensive. Und wo erreicht hier? Und dann gehen hier unten langsam die Orte aus. Man erstmal hier auf der anderen Seite weiter erobern und da nähern sich ja die Einheiten für und ihr passt weiter da drüben auf. Jetzt sind ja drüben noch Dutzende Einheiten. Wurden gefragt, wo sollen die hin? Ja, da funktioniert die Eisenbahn da hinten hin noch nicht. Weil Lynchburg zu schwach ist. Wäre sonst hilfreich. Würden sonst die erstmal noch da einfach frachten. Hier funktioniert die Eisenbahn hier halbwegs. Co-Einheiten. Wer möchte Co-Einheiten? Hier natürlich noch einen. Das wird ein komplizierter Marsch da durchs Gebirge. Ihm auch noch einen Chor geben. Ich frage mich schon, ob es lohnt, wirklich die letzten Einheiten alle aufzustellen, die wir noch auf der Liste haben. Dann haben wir noch einen Chor. Wir könnten Grant natürlich noch eins geben. Und Sherman kriegt auch noch eins. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach voll laufen. Die MPP-Anzahl und das, was man theoretisch noch platzieren könnte. Wir haben genug. Kingsbury sinkt weiter ab. Wir feiern nebenbei die Eroberung von Knoxville. Hier und da noch Orte kaputt, aber das ist alles auch nicht so tragisch. Nächsten Tech-Stufe der Co-Organisation müssten unsere, glaube ich, noch den nächsten Bewegungspunkt kriegen. Dann hätten die Bahn auch schon eine beachtliche Geschwindigkeit von 5 und wären, glaube ich, damit die schnellste Infanterie dann. Die wieder ein auf Gegenoffensive. Aber gut, wenn wir irgendwann bei Jacksonville durch sind und so, dann kriegen wir das alles schon wieder hin. Ach, ganz nett, den zu sehen, dann muss man nicht teuer in ihn reinlaufen. Ich wette, wir laufen jetzt in irgendwie einen reinen neuen, umso besser. Aber da ist einer drin, oder? Ja. Wir mal nach Hause ziehen, um euch um den zu kümmern. Ich theoretisch den Ballon, der wenigstens ein bisschen was sieht. Und dieses Dickicht hier vor uns, da ist noch ein Kavallerist. So, du musst mal direkt nach Petersburg rein selbst. Die Versorgung hier vorne doch ab und an nachlässt und wir müssen euch eigentlich auch eher heilen. Kommt dann an dieser Stelle noch nicht sonderlich weit.
Können aber immerhin das Chor schon mal schlagen. Gut, 4-1 ist jetzt nicht so das Wahre. Vielleicht belagern wir den ein bisschen. Und schauen mal, was hier so möglich ist. Müsste eigentlich. Bei uns kein Partisan. Einfach auch schon mal weiter wegen Kommandoreichweite und sowas. So, da war ja einer drin. Können wir aber jetzt entspannter sehen, weil Verstärkung in gewaltigen Ausmaßanzahlen nach vorne rückt. Er ist schon allein, das Klicken dauert Ewigkeiten. Das Chor bleibt da und passt auf. Dann Einheiten werden wohl auch nicht so wichtig sein, nur Hauptsache die Hauptquartiere kommen noch ein bisschen hinterher. Dann geht das alles weiter. So, du hast jetzt auch mal einen Reiter gekriegt, der zum Beispiel sieht, dass da unten einer drin ist. Da ist keiner drin, sehr schön. Da auch nicht, das vereinfacht die Sache. Und das wird bisher nur nicht erobert, weil er eine Partisanenposition ist, aber dann kann der einfach durchlaufen, dann könnt ihr euch hier eher nach Süden orientieren. Und demnächst Athen, Athens oder so einnehmen. Gut, ihr haut darauf. Nebenbei da schon mal den nächsten Feind aufklären. Du Platz machst. Auch mal jemand nach Chattanooga rein kann. Ja, hier auch noch ein bisschen entlang. Das auch noch alles ein wenig dauern. Ah, gut. Geht einer. Lass ihn doch machen. Wir hier einfach überall weiter Ärger. Hier über schon mal an und ich will nicht, dass sie den Ort zurückerobern. Stellt sich dazwischen, du kommst ja auch noch irgendwie mit, das passt schon. So, hier unten, wie sieht's hier aus? Da ist einer drin. War leider zu erwarten. Ah. Gehofft, wir würden den vielleicht schon rauskriegen. Eher nicht, und jetzt müsst ihr auch erstmal ein bisschen da bleiben und euch wieder heilen. Der ist inzwischen auch außerhalb der Versorgung gewesen, aber was soll's. Ihr macht euch jetzt bereit, den runter zu belagern und müsst ansonsten aber auch mal ein wenig geheilt werden. Ansonsten hier gerne weiter Vollgas nach Süden. Versorgung wird schon irgendwann hinterherkommen. Irgendwann. Also kümmert euch darum. Dann sind wir demnächst da. Zur Not kann ja McLellan von der anderen Seite bald mit Versorgung ein bisschen über den Fluss. Die Straße und hier. Mal sehen, ich glaube, da stand einer drin, oder? Ja. Aber wir können hier vielleicht einfach südlich weitermachen. So, das hat Kuh jetzt auch mit Offensiverfolg, genauso wie McLellan. Hier steht alle hier noch da. Ja, Einheiten und so kaufe ich jetzt auch nicht mehr. Es geht einfach nur noch darum, das einfach runterzukriegen. Die Städte zu erobern, das passt schon alles, sage ich mal, wie es verläuft. Schubmangel, gut, aber jetzt hast du hier deinen Ort, dann hast du wenigstens ein bisschen. Organisation für 5.
Jetzt noch die weiteren Chor zu bauen, das wird sich wohl auch eher nicht lohnen. Jetzt noch hier irgendwie aktiv werden und das kaputt machen müssen. Wir müssten auch eigentlich einsehen, dass es jetzt bald vorbei ist. Ja, massenhaft Einheiten, massenhaft MPP. Und immer nach diesem Zug, wo die Moral steht, während ihr hier alle einfach weiter austeilt und ihr hier vorne halbwegs wieder versorgt seid. Kann der Ballon auch sehen, dass sie da ein mächtiges Hauptquartier gelassen haben. Die Verteidigung dieser Stadt. Das jetzt auch versucht, mächtig schnell wegzurennen, aber üblicherweise nicht entkommt. Könnten der komplette Teil über den Ort da noch abschneiden. Wo hier nochmal heilen. Den heilen, du könntest da rein und versorgen und du gehst mal da rein. Und ihr marschiert hier auch einfach querfeld ein auf alles Feindliche. Ihr kriegt den schon irgendwann runterbelagert und demnächst können wir das dann auch noch alles abschneiden. So, da ein wenig aufklären. Ja, unsere Chor tatsächlich mit 5 Aktionspunkten, also wenn die Versorgung besser wäre. Schon mal da rein und genügend, die hier auch geheilt werden müssten. Jetzt hier mal mit Volldampf runter, dann können wir uns das auch ein bisschen angucken. Hier kommt hier alle mit. Weil wir haben die meisten, ja, ein paar bleiben sonst halt noch auch da oben stehen, es sind genügend da. So, du schaust, sehr schön, der Ort ist keiner drin. Kannst du hier auch endlich mal die Grenzen verbinden, wodurch wir jetzt diese Eisenbahn kontrollieren und sie sogar theoretisch verfügbar ist, wenn man es möchte. Dann schau du mal eben, nichts los, sehr schön. Könnt ihr auch von hier oben jetzt, denke ich, den Angriff hier Richtung Atlanta in dieser Richtung unterstützen. Mal in den feinen Kontakt, das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Aber gut, dann kannst du nebenbei auch schon dahin. Dann haben wir direkt auf frontnah hier die Versorgung. Ja, und dahin, dann kannst du hier noch belagern, dann sollten wir auch bald in Atlanta sein. So, du kannst noch rein. Du wirst geheilt, ja, versorgt von da. Du wirst geheilt. Mal zurück und versuchst diesen Ort zu halten. Ihr werdet einmal groß geheilt und macht dann demnächst weiter. So, du haust den schon mal raus und
Ja, du hast schon 4 zu 4, das klingt gut, aber ich glaube, die anderen haben noch nicht. Und 3 zu 2 klingt auch gut. Aber du musst wenigstens minimal geheilt werden und der Rest kann dann ja eigentlich schon weiter marschieren. In Jackson haben wir wieder Kontakt, aber es ist nur das Hauptquartier. Auch schon mal wieder ein bisschen ran und deine Einheiten hier bitte auch Vollgas. Mit Jackson und noch der einen oder anderen Stadt sollte es das auch langsam mal reichen hier. Und mal Tempo, also die Sache ist natürlich entschieden. Längst, Vicksburg steht natürlich einer. Wir können ja trotzdem ein bisschen lustig drum herum gehen. So, du. Der Q-Offensive, ich weiß nicht, am Ende ist da doch irgendjemand. Also es ist ganz lustig, dass du einen Ort hast. Hier am Ende deiner Versorgung, aber sonst versuch noch Mansfield zu laufen. Wir hoffen, dass du in der Zwischenzeit nicht angegriffen wirst. Und ihr steht noch da rum und ich denke, wir können den Zug beenden. Wir haben auch einen Erfolg in Großbritannien. Die haben wohl auch langsam gemerkt, wie eindeutig das Ganze hier inzwischen läuft. Da konföderierte Schiffe, die noch Ärger veranstalten. Okay, das Oh, haben wir dann wahrscheinlich die also mindestens eingekesselt. Oder wenn die noch einzelne Einheiten mal vernichten. Das ist natürlich direkt wieder eine Menge Fightings berührt. So, bei wie viel gehen wir dann noch? Na, Regen muss das jetzt sein. Das heißt, normalerweise, wenn man sich abseits von Straßen langsamer bewegt, 12%. Das heißt mehr oder weniger, ja, ich glaube, ein Zug noch, dann war es das. Dann muss man das jetzt auch nicht herkommen. Dann beenden wir es jetzt. Muss man es auch nicht noch länger ziehen? Und euch hier die Orte, holt euch so viel Land wie möglich. Also, viel wird jetzt in diesem Zug ehrlich gesagt nicht möglich sein. Hält noch so viel Schaden. Den Ort nehmen der Komplettheit halber und ihr ja beschädigt den noch, das ist ja auch alles ein bisschen Fighting Spirit. Alles, was wir noch austeilen, in der Hoffnung, dass es dann wirklich schon nach diesem Zug reicht. Sehr schön läuft. Ja, hier dann überall schon weiter.
Du kannst noch zwar zu miserablen Konditionen angreifen, aber du weichst aus. Immer wieder eine ganz lustige Sonderfähigkeit der Ranger. Wenn es denn gelingt. Ich glaube, wir müssen hier jetzt ja auch nicht jeden endlos noch vorschieben. Das sollte jetzt einfach so plus minus schon reichen. Der ist draußen und dann klären wir mal ein bisschen auf. Aha. Da haben sie sich jetzt nochmal gesammelt. Mit der Hoffnung noch irgendwie unterhalten zu können, aber ich glaube, sie kapitulieren jetzt doch vorher schon. Ah, noch ein Bergwerk, du könntest noch ran. Und ich hoffe zumindest, dass es jetzt vorher schon zur Kapitulation kommt. Weil hier auf beide, dann greif lieber das Chor an. Machst einen Schritt nach hinten. Gut, ihr müsst noch auf die Division hauen. Und das natürlich von hier Ärger machen und die da auch mal komplett abschneiden. Das passt schon und ihr schaut auch noch mal, was ihr hier dafür noch an Schaden austeilen könnt. Leider kriegt ihr den nicht vernichtet. Irgendwer muss aber natürlich noch den Ort decken oder stellt sich dahin. Das wird schon. Du kannst da hinten rein. Dann wird das für den da auch noch enger und unangenehmer. Und ihr könnt hier, denke ich mal, dieses Hauptquartier noch vernichten. Damit nebenbei Jackson erobern. Ja, Grant ist da. Das ist alles historisch, was hier passiert. Und marschiert dann über den Champion Hill nach Vicksburg, um eine Belagerung zu starten. Na gut, McClellan hier vor Ort ist nicht ganz historisch, aber Grant, der über Jackson dahin marschiert. Also passt alles, was hier passiert. Ich könnte vielleicht heilen, ehe die durch einen Abschuss noch nationale Moral kriegen. Du quälst dich noch in den nächsten Ort und was zu den Konföderierten geht sowieso langsam der Ort aus, außer hier hinten ist halt einfach Masse an Land. Geht schon auf 10%. Mit dem Verlust unter anderem von Jackson sollte es das dann ja wirklich gewesen sein. Schauen wir mal, ob noch irgendwas dazwischen kommt. Nein, es kommt nicht dazwischen. Wir haben Grant und Lee. Ja, beim historischen Ende, wo sie sich auch in Virginia nochmal getroffen haben, oder quasi historischen Ende. Es ging danach noch ein bisschen weiter, aber damit war es de facto beendet. Und hier, ja, die hatten noch sehr viele Kommandanten, auch gute Kommandanten, aber kaum noch Einheiten. Man hätte herumkommandieren können. Hier auch alles leer. Ein Teil von Charleston rauslaufen können. Okay, ein bisschen hätte man schon aufpassen müssen, aber hier war nicht mehr viel. Hier war noch ein bisschen Widerstand. Jetzt auch nicht so viel. Hier hätte man auch sehr gut durchlaufen können. New Orleans auch nicht wirklich was los. Texas leer. Also ja, gut. Die Sache war zum Ende hin sehr eindeutig. Ging es böse runter auf 5%. Wobei sehr viel davon nochmal an Jackson lag, dass erobert wurde. 1000 Punkte und so am Ende bei 66%. Er konnte hier wieder entspannt ansteigen. Die Anzeigen sind soweit auch eindeutig. Das zur See war am Ende egal, deswegen ist das noch recht ausgeglichen. Aber Landeinheiten 36 gegen 105, fast dreifache Überlegenheit. Halt auch dank MPP, die immer mehr nach oben geschossen sind, während die gegnerischen sich ständig reduziert haben. Man hätte natürlich die Konvois noch stärker angehen können, dann wäre das noch weniger MPP gewesen. Aber das war am Ende einfach nicht mehr nötig. Es ging nur noch darum, durchzurennen. Seht ihr irgendwann, wie deren Headingsbüro zum Ende ganz schön nach unten geht. Während unser auch natürlich lange gefallen ist, aber dann
sich wieder entspannt hat, da sah es ja gut aus. Gut, was könnte man so sagen über die Runde? Also, es wurde ja auch gleichzeitig mit den Südstaaten gespielt. Man merkt schon, das Spiel ist so konzipiert, wenn der Süden eine Weile durchhält und dann eine gute Offensive nach Washington und nach Maryland fährt, hat er quasi gewonnen, weil er ja eigentlich der Defensive ist. Und wenn er einmal angreift oder richtig gut angreift, dann kann er den Krieg entscheiden. Der Norden als ja, Angreifer, oder sagen wir zumindest als die Partei, die gemeinhin der Offensive ist, muss sehr viel mehr Land zusammenkratzen. Man kann hier auch sehr lange, sehr, sehr tief reinmarschieren. Muss man ein bisschen schauen, dass man wirklich die wichtigsten Orte einnimmt. Oder einfach früh schon damit anfängt. Weil, ich sag mal, gegen menschlichen Spieler, der mit den schwindenden Kräften noch besser Widerstand geleistet hätte, hätte das alles auch nochmal interessanter werden können. Aber so hat zum Glück die Masse gesiegt. Weil auch so die KI hatte ja, glaube ich, 61 oder so Offensive auch nach Kentucky gestartet. Und 62 standen die mal kurz vor Washington. Aber dann hat man so ab 63 einfach die Überlegenheit an MPP gemerkt, der Union. Ich muss sagen, ich erinnere mich gerade an nicht, gar nicht mehr so viele Momente der Runde, weil die letzten Züge waren einfach nur noch durchrennen und das ist gerade bei mir drin. Ab 63, 64 ist man so weit überlegen, einfach nach vorne marschieren. Insgesamt, die KI kann zwar durchaus spielen, macht aber häufig so KI-Sachen. Es ist meistens recht leicht, Einheiten einzukesseln oder abzuschneiden, wenn man vernünftig aufklärt. Echt auch als bei menschlichen Spielern und dass manchmal so viele Hauptquartiere auf einem Haufen stehen, auch ein bisschen mysteriös. Na gut, aber ich bin auch ganz froh, die Runde ist ja eigentlich gut gelaufen. Europäische Intervention war kein Thema. Sieg des Südens, ja, einmal als sie vor Washington waren, konnte man ein bisschen ins Grübeln kommen. War insgesamt eigentlich auch eher selten ein Thema und dann am Ende einfach mit der Masse durchgelaufen. Hätte natürlich spielmechanisch noch elegantere Sachen machen können. Gezielte Landungen in Küstenstädte, die Fighting Spirit Objectives sind und sowas. Und damit nebenbei hier noch ein paar Routen ausschalten, aber es hat ja am Ende so funktioniert und es war auch alles historisch. Grant hat Jackson erobert und ist von da nach Vicksburg marschiert. Alles historisch. Gut, Geld und Einheiten waren am Ende auch genügend da. Ja, gut, dann würde ich auch sonst an dieser Stelle aber erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu weiteren Projekten. Bis denn.